Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Ja, heute das erste Mal nicht in der Dia de los Muertos Challenge. Die haben wir nämlich, wie ihr hier oben seht, abgeschlossen. 6,441081 Zuckerschädel. 12 Tage läuft die Challenge noch. Und das können wir jetzt eigentlich ausblenden. Weil, wie gesagt, wir haben sie alle. Mehr machen kann man damit jetzt, glaube ich, nicht, oder? Nee, man könnte sie wieder verkaufen. Hoppala. Tommy Lee hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Okay. Nasine Pfarbel. Jungs, da ist was kaputt. Und du darfst gerade mal aufwischen, mein Lieber. Er ist ein Geek, das heißt, ihn können wir eigentlich nachher mal PC-Spiele oder sowas mal spielen lassen. Ach, er hatte ja seinen eigenen PC oben. Stimmt ja. Deswegen hat er den ja extra. So, meine Liebe. Niki, du gehst mal bitte richtig schlafen. Du kannst eigentlich gerade mal duschen. Wieso legt ihr denn euch alle nicht da rein? Da rein. Alle aufs Sofa. Du hast Hunger. Dann solltest du was essen. Erstmal bitte aussortieren. Dann essen. Gegrillte Früchte, hergestellt von Tommy. Darfst du dir ein Gericht nehmen? Warum macht die immer nur Nickerchen? Warum legt sie sich zu ihrem Sohnemann? Verstehe ich nicht. Wann muss die Gute eigentlich arbeiten? 21 Stunden, okay. Brück ist bei der Arbeit. Alex hat 2 Tage. Sie hat 2 Tage. Die haben noch 19 Stunden bis zur Schule. Okay. Sonntag 13.35 Uhr und alles pennt. Jo. Kann man mal machen. Du könntest eigentlich mal duschen gehen. Ah. Du hast Hunger. Du musst natürlich was kochen, mein Lieber. Als zukünftiger Koch. So. Ich mache jetzt eher mal ein bisschen immer Einzelküche, dass die Mädels und die Jungs hier auch kochen lernen. Welches Telefon klingelt da? Pops,
Hm. So schnell bin ich nicht. Denen. Du kannst ja auch was zu essen holen. Genau. Chucha. Und danach bitte einmal aufräumen, mein lieber Alex. Hopp. Was machen deine Kochkünste? Ringlar Yeeds Habana. Qualität normal, okay. Da muss ich hin. Okay, er hat zwei fast beendet. Du räumst noch auf und danach darfst du dich ins Bett legen. Du bist nämlich müde. Warum legst du dich denn nicht richtig hin, Süße? Tommy Lee hat Level 2 der Programmierfähigkeit erreicht. Dann kann er jetzt mal was duschen. Anschließend mit geschwellter Brust laufen und dann darf er noch ein bisschen am Boxsack üben. Muss ja ein bisschen was für seine Figur tun. Du willst am PC spielen, okay. Blickblock. Ich dachte, das wäre das Gerät, aber okay. Schaut nach einer Art Tetris aus. Jetzt will er das da machen. Das darfst du aber gerne auch noch ein bisschen erstmal an deinem Boxsack üben. Wie waren denn deine Eigenschaften nochmal? Fähigkeit, da. Perfektionist, er ist Genießer und... Essenz des Geschmacks. Was hat er denn für Ziele? Zwei Mahlzeiten zubereiten, wenn inspiriert. Und fünf ausgezeichnete zubereiten. Ah, mein Lieber, das ist eindeutig noch ausbaufähig. Man musste mit zur Schule noch 16 Stunden. Zehn ausgezeichnete Gemälde fertigstellen. Okay. Ach, Brick ist zurück. Der ist wahrscheinlich hundemüde. Richtig. Ich kann aber erstmal duschen. Und dann kann er sich schlafen legen. So, reicht erstmal. Und danach könntest du eigentlich
ein wenig joggen gehen. Hält fit. So. Du musst auf den Topf. Du solltest eigentlich hier üben. Und danach kannst du dir was zu essen machen. Rührei mit Speck. Bei dem müssen wir mal gucken. Du hast noch 16 Stunden bis zur Arbeit. So, dann kannst du nämlich auch mal ein bisschen joggen gehen. Dass ihr mal ein bisschen fit werdet. Fit und nicht fett. Schauen wir mal, ob das Training ein bisschen was bringt. Sie schläft noch. Oh, erreichen Level 3 der Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Geige hat sie 2. Gitarre 1. Okay, dann darfst du nachher mal die Leute hier mit der Geige ein wenig tyrannisieren. Alex schläft auch. Was hat er denn für Ziele? Comedy-Auftritte schreiben, Level 6 der Comedy-Fähigkeit erreichen. Okay. Oh. Brick will Geld verdienen. 25.000 Simoleons. Okay. So. Jetzt darfst du dir auch mal was kochen, meine liebe Jana. Kannst dir mal einen Grillkäse machen. Das ist ja schön, das Kochen lernt, meine Lieben. Gunnar hat auch gleich wieder Hunger. Okay, da darf ich dann nachher auch noch was kochen. Du hast auch Hunger. Du kannst ja mal was... was nehmen. Aber ums Kochen kommst doch du nicht drumherum, mein lieber Tommy. Ach, Gunnar hat sich schon was gemacht, okay. Qualität ausgezeichnet. Ja, er ist halt auf den Grill ausgewichen. So, du darfst auch mal was joggen gehen. Wo willst du hin? Mit Niki plaudern. Du, die ist gerade joggen. Willst du hinterher joggen mit deinem Teller in der Hand oder was? Man kann mal machen, aber ich würde es nicht empfehlen. So, das darfst du nachher verwenden.
Wie schaut's bei dir aus? Alles im grünen Bereich. Dann darfst du nachher auch mal ein bisschen trainieren. Wenn wir schon das teure Gerät da stehen haben und die Eltern das so gar nicht genutzt haben. Dann dürfen es zumindest mal die Kinder nutzen. Colleen Blored! Dunda! Sepelsta! Nee! Pipite! Maybe in a bar! Aha! Yes! Droba, 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 sika niba, Kennenlernen. Bene Yuff? Sneebs! Sneebs! Panay Slunifash. Niso Spambo. Zardo. Ach, da ist sie. Quambo, Quambo. Wabasuck Regina. Nasty Beflina. Darfst du mal ein paar Witze erzählen? Oh, this Grobel! Wow, this bug, Yaloof! Banala! Banala, oh, Jana hat schon Level 7 der Kochfähigkeit. Wow. Da hat die Niki aber noch einiges aufzuholen. Sie ist nämlich erst bei 2. Henbei. You been? Yishla Henbei? Uh-huh. Oh, you're so fun, Saba. Ja. Wo treibst du dich rum? Ach, da. Was machst du da? Du könntest dich eigentlich ein wenig um deinen Garten kümmern. Jäten, düngen. Den darfst du auch mal düngen. Und auch hier jäten. So. Sie ist nämlich unsere Naturliebhaberin, die... Anne-Marie. Sie hat Level 3 der Geigenfähigkeit erreicht. Das ist gut. Jetzt muss sie 3 Comedy-Auftritte schreiben. Okay. Dabei kann man lesen. Niki? Nicht einfach das Buch auf den Boden legen, das geht nicht. Ah, du kannst eigentlich ein bisschen mitspielen, ne? So, du. Falsch. Duschen wolltest du. Solltest du. Reicht erstmal. Die Geige ist schon wirklich heftig. Man, die Anfänge bei Klavier oder Gitarre sind auch die schönsten, aber sie sind nicht so extrem nervig wie die Geige.
darling girl. Die zwei hat es jetzt nicht gestört, dass sie im gleichen Bad waren. Das erstaunt mich. Du darfst dir auch mal was nehmen. Ach, da ist ja die Liberty, die Mutter von der Sophie. Wieso setzt ihr euch eigentlich auf Gunnars Bett, Mädels? Beruhig mal deine Mutter ein wenig. Ach, und der Opa ist auch da. Warum sind die denn wütend? So, mein Lieber, du darfst das da aber bitte aufräumen. Erst abziehen und dann duschen, mein Lieber. So, und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich denke, wir werden jetzt hier die Familien Lee und Krabs noch ein wenig weiter durch ihr Leben begleiten. Und ja, demnächst geht's ja dann los mit Großstadtleben, wo dann wohl das eine oder andere Kind von denen hinziehen wird. Schauen wir mal. Aber erstmal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.